Ich war zum Beispiel im letzten Sommer eingeladen bei Freunden zum Grillen. Und ich kenne einen wirklich guten Schlachter, der macht fantastische Bratwürste. Und ich dachte mir, da kaufst du ein paar, dann nimmst du die mit, da hast du gleich ein Gastgeschenk. Man weiß doch eh nie, was man bei so einer Gelegenheit mitbringen soll. Also ich komme mit meinem Wurstpaket ganz freudig erregt dort an. Mein Freund schaut mich aber nur ganz traurig an. Oh, Bratwürste. Michael, wir essen eigentlich gar kein Fleisch mehr. Und dann sah ich das Elend. Auf dem Grill nur haufenweise Maiskolben, Grillgemüse, Grillkäse, Grillwürste von Lord of Tofu und vegane Grillschnecken. Wir haben unsere Ernährung umgestellt, sagte mein Freund. Mein ehemaliger Freund. Dass jetzt alles viel besser sei. Das Gewicht, das Körpergefühl, das Gewissen. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber in meinem Bekanntenkreis ist Ernährung umstellen gerade total in. Ist ein richtiger Trend. Irgendwer will immer gerade etwas. Veganer, Vegetarier, Fruktarier, irgendwas mit ohne Laktose, ohne Gluten, ohne Zucker, ohne Fett, ohne Geschmack. Nach 6 Uhr abends ohne Kohlenhydrate. Ich kam mir davor wie so ein Aussätziger. Ich war der letzte Allesfresser. Ich habe keine Allergien, keine Intoleranzen, keine Unverträglichkeiten, kein schlechtes Gewissen. Was ist los mit mir? Ich bin in Zeiten aufgewachsen, da waren Veganer Leute vom Raumschiff Enterprise. Freunde auf der Terrasse waren sie gelandet. Und sie starrten mich aber an. Und ihre Blicke beamten meine Wurst und mich raus auf die Straße zu den Rauchern. Wenn ich früher in der Schule mein Wurstbrot nicht aufaß, dann hieß es, Michael, denk an die armen Kinder in Afrika. Aß ich mein Mittagessen nicht auf, dann flehte meine Mutter geradezu, oh Junge, dann ist wenigstens das Fleisch. Also gut, ich bin ernährungsmäßig gewiss nicht in den gesündesten Zeiten aufgewachsen. Aber unser Verhältnis zum Essen war gesund, oder? Essen war Nahrung. Etwas gegen den Hunger oder für den Genuss oder Appetit. Also Essen war vieles. Aber keine Ideologie, kein politisches Bekenntnis und kein Lifestyle. Jetzt verstehen Sie mich aber bitte nicht falsch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand seine Ernährung umstellt. Ist okay. Meine Frau stellt alle paar Monate die Möbel um. Ist okay. Aber anstrengend, nervend geradezu, ist die damit verbundene schrille Show. Dieser religiöse Verkündungswahn, dieser Bekehrungseifer, der damit verbunden ist. Der auch immer beginnt mit dem schönen Satz, mein Gott, was kann man denn heutzutage überhaupt noch essen? Du kannst alles essen. Ja, natürlich. Fragen Sie mal Ihren Zahnarzt. Ja. Schneidezähne, Reißzähne, Mahlzähne. Das ist ein 1A Allesfresser gewesen. Du kannst alles essen. Es gibt auch alles. Es gibt alles. Es gibt Steaks aus Argentinien, Thunfisch aus Japan, Süßkirschen aus Südafrika. Wir leben im Essensparadies. Deine Ernährungsumstellung ist ein Wohlstandsprivileg.
seit 10.000 Jahren, seit 400 Generationen trinken die Menschen Milch. Und es ging ihnen gut dabei. Seit 3 Jahren haben alle Laktose. Hallo. Nur weil so ein zugekifftes Ex-Model aus der Bronx in die Welt twitterte, ich vertrage keine Milch mehr. Dass die Tussi Gaga in der Birne ist, liegt nicht am Mensch. Auf Weizen zu verzichten, hat in erster Linie gar nichts mit Gesundheit zu tun. Es ist ein Luxusproblem. Stellt irgendjemand in Syrien seine Ernährung um? Also bitte, wenn du dein Tofu isst, halt einfach deine Klappe dabei. Und tu mir den Gefallen, lass es nicht aussehen wie eine Wurst. Mir persönlich gefällt ja die Vorstellung, dass Spinnen, die einem nachts im Schlaf in den offenen Mund krabbeln. Sie kennen das. Ja, man fühlt sich doch am nächsten Morgen immer so satt. Ich finde die Vorstellung prickelnd, dass diese Spinnen es lachenderweise auch bei Vegetarier